Es gibt Riesen im Land. Das war die Nachricht, die die Kundschafter rund um Josua mit nach Hause brachten. Riesen in dem verheißenen Land, das Gott ihnen versprochen hat? In dem Land, wo Milch und Honig fließen würde, wo der Überfluss sein würde, dort waren Riesen? Eine Übermacht, gegen die sie scheinbar gar nichts ausrichten konnten? Hatte Gott da nicht irgendwas übersehen? Hatte er da seinen Job nicht zu Ende gemacht? Hatte er da nicht noch etwas zu erledigen, bevor sie in dieses verheißene Land gehen konnten? Wie ist das in deinem Leben? Gibt es da auch Riesen, die diese stählerne Rüstung anhaben, auf der steht Krankheitsriesen, Finanzriesen, Beziehungsriesen, Süchte, Probleme, irgendetwas, was sich da so vor deinen Augen positioniert, dass du dich wie ohnmächtig fühlst, sie zu attackieren? Und genau das ist aber der Punkt. Das Volk Gottes musste diese Riesen aus dem Land vertreiben, sie sogar so weit attackieren, dass sie aufgelöst waren. Und das ist genau das, was wir heute in unserem Leben auch tun müssen. Wir müssen die Riesen in unserem Leben attackieren. Wir sollen nicht vor ihnen zurückschrecken und vor lauter Angst immer weiter uns zurückdrängen lassen, sondern wir sollen den Feind, der hinter diesen Problemen und diesen Nöten und diesen Riesen steht, der sich darin manifestiert, wir sollen ihn attackieren und ihn besiegen. Wie tun wir das? Wir tun es, indem wir das Wort Gottes aussprechen. Das Wort Gottes hat Kraft in sich, die Riesen und diese Probleme und Nöte und Sorgen und Schwierigkeiten zu attackieren, diesen Feind, der sich da positioniert vor uns. Wir haben den Auftrag, so ist die Nachricht des ganzen Neuen Testamentes, dass wir gegen den Feind aufstehen sollen. Denn er ist ein Verräter, ein Mörder, einer, der raubt von Anfang an. So beschreibt die Bibel den Feind. Und wir haben den Auftrag, ihn zu besiegen in unserem Leben. Wir sollen aufstehen in der Kraft Gottes. Die Kraft Gottes ist dieselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Der Herr hat uns Stärke gegeben. Mit ihm zusammen, in seiner Stärke, werden wir diese Riesen attackieren. Mit dem Wort Gottes. Mit der Weisung und der Hilfe des Heiligen Geistes werden wir in der Lage sein, diese Riesen in unserem Leben zu besiegen. Ich wünsche dir, dass du dir ganz neu Zeit nimmst, zu schauen, was sind die Riesen in meinem Leben und was sagt Gott dazu? Was sagt das Wort Gottes dazu? Wie soll ich sie attackieren? Wie kann ich das machen? Wo gibt der Herr mir eine Strategie, genau für den Feind passend, der sich in meinem Leben positioniert hat? Ich weiß, Gott hat mehr für dich.